Hallihallo, Grinders Gaming hier, die nächste Folge Stardew Valley 1.6. Ich hätte fast Stardew Valley gesagt jetzt. Liebe Leute, heute ist Marus Geburtstag, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ich habe nicht wirklich viel, was ich ihr schenken kann, außer die Erdbeere. Das ist eins, ich glaube sogar ein geliebtes Geschenk von ihr und Demetrius, glaube ich auch. Das heißt, ich werde meine letzte Erdbeere wohl für Maru opfern. So wie es ausschaut. Hallo reiner Zufall, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand, gezeichnet Bürgermeister Levis. Alles klar, Levisio. Ich komme vorbei. Bring auch was Gutes für Suppe mit. Schmeiße eine scharfe Pepperoni rein. So. Wer nicht mit klarkommt, der ist zu schwach. Über Fisherman's Friend. Ne? Ist die Pepperoni zu stark? Bist du einfach zu schwach? So. Nee, ich nehme einfach eine Pepperoni mit. Ich habe nicht wirklich großartig irgendwas rumliegen, was ich sonst reinschmeißen könnte. Wenn ich mich jetzt noch mit Mani anfreunden würde, könnte ich die andere Glücksshort vom Bürgermeister in die Suppe werfen. Aber das ist nicht so gut. Ach so, da fällt mir gerade ein, ich habe gar keinen Sommerschmuck angepflanzt, ne? Das war die wilden Blumensamen, ich Dulli. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich jetzt nochmal einen Sommerschmuck bekommen habe. Egal, der wird zu Geld gemacht. Fertig. Geld können wir brauchen. Bin ein bisschen knapp bei Kasse. Ich muss halt schon was echt Gutes auch. Also ich kann mir bei der Luau eigentlich jetzt auch wirklich nicht erlauben, die Fuchs vom Bürgermeister reinzwerfe, weil bei dem Luau bekommt man ja, glaube ich, auch ein bisschen Freundespunkte, je nachdem, was man in die Suppe wirft. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wenn man die Unabuchs vom Bürgermeister da reinwirft, dass man dann Minuspunkte bekommt. Oder man ein bisschen die Beziehungen zu den Dorfbewohnern verschlechtert. Das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Vor allem nicht, wenn ich jetzt heute extra sowas wie die letzte Erdbeere opfer für Marus Geburtstag oder so. Dann will ich das morgen nicht schon wieder irgendwie versemmeln. So. Genug gelabert, Felder sind gewässert. Sommerschmuck ist verkauft. Dann gehen wir jetzt gleich nach da oben und schauen, wo Maru steckt. Damit die ihr Geburtstagsgeschenk bekommt, bevor ich es vergesse. Und ich wollte letzte Folge schon in die Fledermaushöhle gucken. Geilomat. Lachsbeere, zum Glück ist sie... Oh. Schreck mich doch nicht so, du Eumel. Zum Glück ist sie so viel wert, ne? Und mein Pilzbaumstamm hat Pilze hervorgebracht. Pfifferlinge kann ich verkaufen. Oder behalten. Und wenn ich das hier sehe, das muss ich schnell fertig bauen. Das kann ich nicht so stehen lassen. Da kriege ich ja Aggression, kriege ich da... Das hätte ich doch letztes Mal schon machen können, Mensch. Also echt. Was ist denn mit dem los? Und wenn ich Glück habe, passt da sogar noch was rein. Wenn nicht, kommt da ein Fischteich hin. Ich will eh wieder irgendwann einen Fischteich haben. Der passt auf jeden Fall. So. Gut. Jetzt geh mal gucken, wo Maru steckt. Vielleicht ist sie heute auch wieder arbeiten. Wer weiß, ich werde sie eventuell finden können. Oh, das nehme ich auch mal alles mit hier. Sehr schön. Her damit, her damit, her damit. Nice. Oh, da ist noch Moos. Brauche ich auch. Für noch mehr Pilzbaumstämme. Ganz, ganz viele Pilzbaumstämme. So. Hallöchen, da ist sie. Perfekt. Hey, was ist das? Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist ja toll. Danke, dass du an mich denkst. Genießt du die Jahreszeit? Dieses Jahr ist es so warm. Ja, das stimmt. Zeig mal her, die Herzchen. 3. Geilomat. Perfekt. So muss das. Jetzt muss ich hier hin, um mit dir zu reden, ne? Oh, reiner Zufall.
Ich war ganz in Gedanken versunken über ein paar neue Schreinereiprojekte. Bei dir läuft alles okay? Wie steht es um das Balkenwirken deiner Hütte? Hier ist mein Schwert. Ich habe kein Geld, um dir irgendwie was von einem Hausupgrade abzukaufen. Danke, das ist wirklich sehr nett. Nee, nur wirklich nett. Okay, Penny, Robin kann man wohl Lachsbären geben. Die sind eh fast nichts wert. Also von dem her. So schöne Kiste, das hätten wir geschafft. Da steht da Linus hinterm Dings versteckt. Guck mal, Pfifferling. Das ist ein guter Fund. Ich bin immer glücklich, wenn ich wilde Lebensmittel esse. Ich danke dir. Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Hier ist mein Schwert. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn jemand zu einem sagt, ich vertraue dir nicht. Zeige ihm einfach das Schwert. Funktioniert sicherlich. Show. Da ist auch schon offen. Da habe ich auch noch nicht hingeguckt bis jetzt. Guck mal einer an, da sind sogar Würmlies. Weg damit. So. Die Stardew Valley Railroad. Hier geht aber eh nicht viel, außer das Badehaus. Und ein bisschen viel Unkraut und Chaos. Da müssen wir irgendwann mal aufräumen ein bisschen. Hier oben, das habe ich bei Butchbob 42 gesehen, kann man auch ganz gut eine Baumplantage hochziehen, wenn man auf dem Hof keinen Platz hat. Nur falls es nicht, oder falls jemand das nicht weiß, beziehungsweise einen Platz sucht für eine gute Baumplantage. Entweder da oben beim Bahnhof oder was man auch machen kann, ist hier unten. Habe ich, glaube ich, in meinem Let's Play auch gemacht. Ich habe hier an der kompletten Fluss-Dings entlang. Ich habe vergessen, wie das Wort heißt. Am Flussufer entlang hier und auf dieser Insel und da hinten habe ich alles mit Bäumen zugetackert. Das funktioniert auch gut. Man muss nur gucken, wie man sie fällt, weil wenn man sie von der falschen Seite fällt, fallen sie ins Wasser und dann ist das Holz verloren. Das ist natürlich ein bisschen ungeil. Aber das passt schon so. Ist auf jeden Fall eine Anregung an euch, falls ihr sowas vorhättet. Oder einen Platz sucht dafür. So, da ist noch der Levis. Die Mondlichtquallen werden bald hier sein. Die sind eine meiner Lieblingsattraktionen hier im Tal. Ich wollte eigentlich mit dir reden und dich nicht anfassen, aber geht nicht anders. So. Die Omi. Der gute Bürgermeister hat mich für die städtische öffentliche Gärten verantwortlich gemacht. Ich habe monatelang an den Blumenbeeten gearbeitet. Bitte tritt nicht in sie rein. Keine Sorge, mach ich nicht. Kann eh nicht springen. Leertaste funktioniert nicht in diesem Spiel. Nee, das wäre eh so richtig, richtig mies. Die Omi macht dann die Blumenbeete und dann kommt der Bauer von nebenan und springt einfach rein. So, was mache ich denn mit dem ganzen Zeug hier? Ich glaube, die goldene Gewürzbeere verkaufe ich einfach mal. Die Orange brauche ich fürs Gemeinschaftszentrum. Die hätte ich jetzt eigentlich noch abgeben können. Das Moos. Der Löhm. Die Kürbisse muss ich auch noch anpflanzen wieder. Machen wir einfach so. Zack. Zack. Wasser. Wasser. So. Perfekto. Gerade überlegen, ob ich jetzt einfach, wenn ich eh da hochwackel. Ach guck mal, die Brasse ist auch fürs Gemeinschaftszentrum. Die gefrorene Geode ist auch echt. Ist die auch im Färbemittel vielleicht? Nee. Ach, Feldforschung. Ja, dann nehmen wir eine mit. Was da ist, ist da. Der rote Pilz. Echt auch noch? Habe ich da nicht schon einen mitgenommen? Wo brauche ich denn den roten Pilz noch? Ist der beim Färbemittel? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, der ist beim Färbemittel sogar. Okay, dann nehme ich den auch noch mit. Ein Aquamarin. Habe ich noch ein Aquamarin?
Nee, stopp, den habe ich doch schon abgegeben, oder? Bin ich doof? Nee, habe ich nicht. Den hatte ich nicht schon einen gefunden? Ach so, nee, den habe ich Gunther gebracht. Stimmt, den habe ich im Museum abgegeben. Oh, Menschenskinder. Menschenskinder. Hallöchen, Specht, lass dich nicht stören von mir. Ich gehe nur durch. So. Genau, ich habe gesagt, ich bringe Gunther den Aquamarin zuerst, dass ich da auf die 60 Artefakte komme, so schnell wie möglich. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Und denk dran, dir danach die Hände zu waschen. Das ist veraltet. Mittlerweile rotzt man sich in die Ellbeuge rein. Nur, dass es weich. Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Falls nicht, können wir dir vielleicht aushelfen. Wir haben eine Vielfalt an nützlichen Gegenständen. Hier ist mein Schwert. Und ich habe ein Schwert und ich werde das auch benutzen. In der Mine. Oh, sie hat heute diese Woche schon zwei Geschenke bekommen. Okay. Ja, ich dachte nur, ich muss Caroline ein bisschen pushen, weil wegen Teepflanzenrezept. Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Du baust nicht, du brauchst. Vielleicht schaue ich mal vorbei und werfe einen Blick drauf. Ja, mach doch. Habe ich kein Problem damit. Kannst du machen. Aber jetzt verschwinde ich erstmal in dem Gemeinschaftszentrum hier. Dann muss ich ans Aquarium. Wegen irgendwelchen Fischen. Die Brasse ist ein Nacktfisch sogar. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Dann muss ich hier hin. Beim Färbemittel den Pilz. Genau. Und bei Feldforschung die Geode. Ups. Es ist so egal, wo man die reinsteckt. Das zieht sich eh alles nach links rüber immer. Okay. Aber wo ist... Ach, drück doch nicht immer auf die falsche Taste, Mensch. Was ist denn mit dir los? Oh, da brauche ich noch einen Mohn. Aber ich habe da eh noch nicht alles. Läuft nicht wirklich davon. Ich will mich auch nicht rumstressen. Wo muss denn die Orange hin? Also hier die Peperoni auf jeden Fall. Ah, hier im Handwerksbündel. In der Speisekammer. Okay. Kriege ich hin. Kann ich hier eigentlich den Kamin einschalten? Gut, bringt bei dem Bretterverschlag hier wahrscheinlich eh nichts. Da zieht es trotzdem wie Hechtsuppe. Ob Kamin an ist oder nicht. So, Peperoni. Und hier im Handwerkerbündel. Zack. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Oh, ich will bald mal Gelee herstellen, ich sag's euch. Habe ich eigentlich Tomaten angepflanzt? Ich glaube schon, ne? Drei oder vier Pflanzen stehen, glaube ich, rum oder was auch immer das ist. Holz, Stein und Kohle. Ich glaube, ich baue mir jetzt einfach mal ein Einmachgefäß, damit ich mal eins habe. Dann kann ich auch schon ein Gelee fertig machen. Aber ich will noch schnell zu Gunther. Der dürfte ja eigentlich noch da sein. Nö, natürlich nicht. Das reicht mir nicht. Schade. Schade. Dann gehen wir jetzt gleich zurück auf den Hof und ich baue so ein Ding. So. Was hast du gesagt? Es ist schon 17.50 Uhr? Meine Güte. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Ja, Jody. Dann lass dich nicht von mir aufhalten. Na? Tschüss. So. Nett wie ich bin, halte ich die Leute natürlich doch auf. Sehr zuvorkommend von mir, ich weiß. So, auch eine Edelwick in Silber, die behalten wir auch mal als Geschenk einfach. Gut. Also ein Einmachgefäß. Es beginnt, es beginnt, es beginnt. Was brauche ich nochmal genau? Holz, Stein und Kohle. Habe ich noch so viel Steine jetzt? Habe ich. Holz auch. Kohle auch. Wenigstens mal eins. Und ein Schild. Ist ganz wichtig. Ganz wichtig. So, wo stelle ich dich denn jetzt hin? Erstmal hier hin. Was schmeiße ich da rein? Was werfe ich denn jetzt da rein? Eine Kartoffel.
Nee, Kartoffeln gehen da gar nicht, oder? Ich will eigentlich auch die Kartoffeln. Nein, 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 nicht essen, nicht essen. Die bleibt hier. Ich mach mal einen Sommerkürbis rein. Das geht sogar, cool. Bin ich mal gespannt. Das Schild muss ich noch aufstellen. Und zwar... hier. So. Sehr schön. Perfekt. So. Erstmal blöde Schleichwerbung machen wieder. Perfekto. So, was machen wir denn jetzt heute noch vor dem Luau? Vielleicht ein bisschen Holz, ein bisschen Energie verplempern, ein bisschen EP sammeln Sammeln. Doch Holz fällen, Feld untersammeln, genau. EP sammeln im Sammeln. Und die Peperoni für morgen nehme ich mir auch schon mal mit. Oder soll ich da irgendwas mit Goldquali reinschmeißen? Ist vielleicht besser. Ich nehme einfach so einen goldenen Lauch mit. Lauch in der Suppe geht auch immer. Geht voll klar irgendwie. Lauchsuppe finde ich ist auch was ziemlich Nices, wenn man sie gut macht. Vielleicht noch mit ein bisschen Käse. Da läuft die Sache. So, dann werde ich mich hier unten einfach mal ein bisschen durch den Urwald prügeln. Was zur Hölle habe ich da gefunden? Eine prähistorische Vision des Haarschleifens. Ach so, das ist ein Kopfschmuck. Eine Kopfbedeckung. Okay. Aus dem Baum raus jetzt, oder wie? Nur vom auf den Baum draufhauen. Gut zu wissen. Habe ich noch nie gefunden. Muss wahrscheinlich auch neu sein. Oh nö, jetzt ist mir da ernsthaft wieder was ins Wasser gefallen, Mensch. Das gibt's doch nicht. Hör mal. Also echt. Dong, 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 dong. Mal hier ein bisschen Ordnung machen. Hau mal weg, das Zeug. Steine auch weg. Ups, das war kein Stein. Entschuldigung. So, die kriege ich auch noch nicht. Genau, die kriege ich auch noch nicht kaputt. Ach so, stimmt. Die Steine, die man kaputt machen könnte mit dieser Spitzhacke. Weil es ja nicht funktioniert hat letztes Mal. Mit den Steinen hier. Die Steine, die ich jetzt schon kaputt hauen könnte, das sind natürlich die gleichen, die in der Mine rumliegen. Diese runderen. Aber die hat man hier auf dem Hof halt nicht. Da haben wir nur diese blöden Dinger. Und die sind extrem nervig am Anfang. Irgendwann sind sie kaputt, irgendwann sind sie weg. Irgendwann sieht das hier alles schön aus. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Gut, ich will jetzt aber nicht meine letzten Karotten verballern. Ich gehe jetzt einfach ins Bett, ist eh schon 10. Da muss ich dann auch mal ins Bett. Bin mit der Jüngst. So. Gut, die gemischte Saat kann ich ja noch anpflanzen. Wir machen jetzt hier einfach noch mehr Felder, warum auch nicht. Ich kann es mir ja leisten, meine ganze Energie nur für Felder rauszuschleudern. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Ich habe noch keine Kommode. Ich schmeiße den einfach mal da dazu. Okay, gut. Ja, dann ab in die Haie. Katze ist auch da. Genau, Kätzchen. Gute Nacht. So, sogar mal wieder ein bisschen mehr Geld gemacht. Okay, die Gewürzbeere war fast so viel wert wie der Pfifferling. Aber die hatte auch Goldqualität. Verständlich. Schöne Sache. Dann gehen wir jetzt heute noch ans Luau und schmeißen dann Lauch in die Sobe. Ich habe noch Post bekommen. Hallo, mein Freund. Der Bergsee war mir in letzter Zeit wohl gesonnen. Ich würde gerne mein Glück mit dir teilen, gezeichnet Linus. Ich habe Marki-Rollen bekommen. Die brauche ich doch fürs Gemeinschaftszentrum, Menschenskine. Nice. Ich kann, glaube ich, sogar in die Stadt, wenn da am Strand unten eine Feier ist, ne? Müsste rein theoretisch funktionieren. Werden wir gleich mal testen. Dann werde ich die Marki-Rollen wahrscheinlich sofort ins Gemeinschaftszentrum schmeißen, weil das nämlich sonst ein mega Aufwand ist, die erstmal zu lernen und zu machen. Das spare ich mir ein bisschen Aufwand. Ja, auf jeden Fall anfangs halt. Hier müssen doch irgendwo Tomaten
den. Ich habe doch sicher Tomaten gekauft, oder nicht? Bin gerade sehr verunsichert. Doch, das müssten eigentlich Tomaten sein hier. Wird sich zeigen. Wenn nicht, kommt ja noch ein Jahr. Oder nochmal eine Anbausession, weil das Zeug wächst ja nicht 14 oder 15 Tage lang. Das wächst ja kürzer. Kann man ja alles eigentlich mehr als einmal anpflanzen. Außer jetzt irgendwie so eine komische Dingenskirchen, die 30 Tage oder 28 Tage wächst. Die... Wie heißt sie denn? Steinfru-Dingens? Steinerte Beere? Also halt die für die Dingens... da steht dabei, ist extrem süß. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ja, genau die halt, ne? Die dauert ja immer eine ganze Saison. 28 Tage wächst die dann. So. Ich habe auch schon wieder Kürbisse bekommen. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Ich habe kein Wasser mehr in der Gießkanne. Das gefällt mir nicht so. So. Gleich geschafft. Also ich hoffe, dass wir den Sommer richtig, richtig gut Kohle machen und ein paar richtig gute goldene Kürbisse daraus ziehen. So einen Aufwand, wie ich hier betreibe. Perfekt. Und aus dem Feld hier ist einfach das Set geworden. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Naja, was willst du machen? So, den schmeiße ich rein. Den normalen behalte ich einfach. Den werfe ich dann auch mal noch in das Einmachgefäß. Jetzt muss ich dann zum Luau. Ich überlege gerade, ob ich mir noch Einmachgefäße machen soll. Ich habe irgendwie voll Bock, Einmachgefäße zu benutzen. Es ist echt schlimm. Einmal angefangen, kann er nicht mehr aufhören, der Kerl. Habe ich natürlich meine ganzen Steinchen verballert, aber ist egal. Das passt schon. Die werden wir füllen, wenn das erste fertig ist. Ja, Katze, was ist los? Sag jetzt bloß nicht, du kommst nicht an dem Einmachgefäß vorbei. Willst du mich veräppeln? Mach mich denn schwach. Okay, ich habe die Markierrolle noch. Jetzt will ich schnell gucken, ob ich die ins Gemeinschaftszentrum bringen kann. Und dann gehen wir zum Luau. Geil, das geht. Sehr schön. Ich habe ja Zeit bis 14 Uhr da aufzuschlagen. Ich gucke auch gleich mal, wo ich das abgeben muss. Das war im Bündel... hier irgendwo, ne? Koch. Im Kochbündel am schwarzen Brett, genau. Da müssen wir hin. War das letzte Bündel das noch frei, weil ich habe alle anderen angeklickt. Das muss ja dann irgendwo sein. Ist ja logisch. Aber ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der bei diesen ganzen Dingern hier durcheinander kommt manchmal. So, Markierrolle ist fertig. Den Trüffel, hätte ich am Anfang Geld gehabt, hätte ich den Trüffel auch schon, weil der Händlerwagen ja mal einen dabei hatte. Da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Dass ich in meinem alten Let's Play so lange nach einem blöden Trüffel gesucht habe und keiner kam. Und dann laufe ich in diesem Let's Play zum Händlerwagen zum ersten oder zweiten Mal sogar erst und finde da einen Trüffel. Ich habe nicht mal die Kohle dafür. Da könnte ich brechen. Wenn du viel Zeit in der Sonne verbringst, werden deine Haare heller. Es ist gut, das zu wissen. Hier ist mein Schwert. Da müsste ich aber auch pechschwarze Haare haben, Fräulein. So. Luau, Hallöchen. Sehr gut. Wie war das nochmal? Ich muss es jetzt zuerst die Suppe werfen und dann labern, oder? Du hast Lauch in die Suppe gegeben. Perfekt. Gut, dann werde ich jetzt ein paar Leute belästigen. Hallo. Ah, der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück, lange bevor du geboren wurdest. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Miesepetriger Miesepeter. Sie scheint nicht zu antworten. Au, du bist mir auf den Fuß gestiegen, Schatz. Das ist ermüdend, Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Keuch, keuch. Krieg kaum noch Luft. Mir ist langweilig.
Vincent ist kein guter Tänzer. Mensch, Skinner. Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Da freut er sich. Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Oh, miese Brise, ey. Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beachte lieber das Meer. Okay, tu das. Da unten steht noch der Zauberer und hier ist noch Willi. Hallöchen, reiner Zufall. Machst du Pause? Um ehrlich zu sein, ich wäre gerade lieber am Fischen. Mach doch. Und wahrscheinlich beißt nichts wegen der Party da oben. So, dann haben wir das halbe Fest ja schon fast durch. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Steht das Ding eigentlich noch als trauriger Felsen drin? Nee, einsamer Stein. Stimmt. Hä? Okay. Das ist mir auch neu. Drauf gedrückt, macht ein Geräusch. Die Meermenschen sind an euren Festen interessiert. Sie werden ziemlich sauer, wenn ihr Müll in den Ozean werft. Okay. In Coral Island habe ich die Meeresmenschen gefunden. Da ist auch ein Haufen Müll im Meer. Diese lästigen Sandfliegen lauern dauernd auf meinem Essen. Landen dauernd auf meinem Essen. Kostenloses Buffet. Einer der Vorteile daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Okay. Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es hinein. Alles klaro, Capitano. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Okay. Oh, Pierre hat noch was zu verkaufen. Eine Sternfrucht. Totempfahl. Totempfahl. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Wenn der Bürgermeister jetzt nur noch aufhören würde, ihn den ganzen Nachmittag in Beschlag zu nehmen. Ja, ne? Eine echte Sauerei, Mensch. Ich bin spät aufgewacht, habe das Haus verlassen und mich mitten in diesem Tumult wiedergefunden. Ich habe vergessen, dass heute das Luau ist. Ja, das ist schon ein bisschen doof, ne? Wenn man hier wohnt, ne? Wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Naja, geht. So 12 Stunden gießen. Aber sonst. Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Tu das. Die Brücke haben sie heute auch abgebaut. Gouverneur? Wen interessiert's? Warum sollte ich mich um irgendeinen alten Typen kümmern? Wir halten dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bürgermeister Louis hofft, dass wir uns damit mit dem Gouverneur gutstellen können, deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Weißt du Bescheid. Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Da hat er recht. Was auch immer Linus gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Lürf. Also... Zum Glück kann ich gut Geräusche machen. Gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Das ist so typisch Arzt. Oder typisch Doktor. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf ihren Schultern gebrauchen könnte. Fragst du doch. Ich mache hier jetzt nicht den Dating-Vermittler. So habe ich alle angebrabbelt. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Ne, guck mal, hier fehlt auch noch jemand. Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch so tun? Den Ausblick genießen oder so, was in der Art halt. Mach dich zurecht, der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Noch nicht, ich muss erst mit dem Gouverneur reden. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sternportal zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Ja, aber nicht bei Robin, die vertickt gern, ne? So, sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht hungrig aus. Ja, lass uns anfangen. Hoffentlich wird das was. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Naja, mal gucken.
Also, Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Punkt, Punkt, Punkt. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Ups. Ich habe mein Bestes gegeben. War stets bemüht. Er hat recht. Nicht schlecht, aber sonst nichts Besonderes. Ja, immerhin ist er nicht schlecht, Mensch. So, wer will sonst noch etwas Suppe? Ja, natürlich alle. Haut rein. Mach den Kessel leer. Die Suppe war nicht beeindruckend, aber ansonsten war das Luau ein voller Erfolg. Zeit, nach Haus zu gehen. Yes. Und Zeit, in die Kiste zu hüpfen. Mitsamt Katze. Guts Nächtle. Wieder ein bisschen Geld gemacht durch den Kürbis. Wie heißt es? Sommerkürbis, genau. Okay. Hätten wir geschafft. Tag 12. Eigentlich müssten die Blaubeeren jetzt dann ready sein. Ich glaube, die brauchen 12 Tage zum Wachsen. Buchhändler ist heute da. Und Alex hat morgen Geburtstag. So. Nee, die Blaubeeren sind noch nicht ready. Aber die Tomaten sind ready. Gut. Ja, liebe Leute, aber ich bin raus für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geil. Ich hoffe, wir werden jeden Tag ein Ticken geiler. Wenn ihr Bock habt, lasst Likes, Kommentare, Abos da. Drückt aufs Glöckchen. Schaut auf dem Kanal vorbei, etc. pp. Ist wie immer alles freiwillig, ich zwinge euch zu nichts. Ich hoffe nur, ihr habt eine megamäßig geile Zeit, einen megamäßig geilen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.